Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Und ja, wir wurden gerade bemerkt. Ey. Oh Gott, lass mich hoch. Lass mich hoch. Oh nö. Nein. Ey. Perfekt. Das lief dann auch besser als erwartet. Was haben wir denn hier noch? Ein Revolver. Schaden 124. Aber so in erster Hinsicht finde ich einen Revolver gar nicht so schlecht. So. Dann schnappen wir uns noch das hier und das hier und den Miniaturschlüssel. Ach, hier hängt er ja. Ah ne. Das öffnet, das deaktiviert aber das Kraftfeld. Du solltest die Mine jetzt betreten können. Es steht nichts mehr zwischen dir und Sledge und wir sind der Kammer einen Schritt näher gekommen. Ich glaube an dich. Ach ja, da steht erstens Minentorschlüssel und ich dachte, wir wären in der Mine, aber nein, dafür haben wir ja einen Schlüssel geholt. Wir sind der Kammer also einen Schritt näher gekommen. Heißt also, das Spiel ist schon fast zu Ende, oder wie? Jetzt liefern wir das erstmal ab. Wo auch immer das sein wird. Mal gucken. Auf jeden Fall sind wir der Kammer einen Schritt näher gekommen, das freut mich. Oh, ja, irgendwie habe ich mich gerade verlaufen. Mal gucken, wo es jetzt lang geht. Gucken wir mal auf der Karte.
6 Sniper Rifle, so. Ah ja. Sorry. Hier geht's dann zurück. Oder? Nein, da laufen wir gerade wieder. Ja, wag dich doch. Wie ein Labyrinth hier. Laufen wir also mal hier zurück und hier. Nach hier oben. Geht das? Ja. Oder? Ah. Das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Und sollte jetzt auch. Ich wollte gerade sagen, kein Gegner mehr kommt. Haben wir ja alle besiegt, aber anscheinend sind hier wieder neue aufgetaucht. Ey. Perfekt. Wenn du eine Behandlung brauchst, immer rein, Patient. Das Schild verkaufe ich. Das auch. Das auch. Das da. Das da. Das da. So, das wäre es erstmal gewesen. So. Ich werde nicht gezwungen, mir hier zu bleiben. Ich hau ab. Dann hätten wir das doch auch. Ist es hier jetzt dunkler als vorher? Es wird gerade Nacht. Oder bilde ich mir das ein? Weil Einbildung ist ja bekanntlich auch eine Bildung. So schlecht lief es dann ja nicht. Oh Gott. Oh, ich bin aus Versehen auf F gekommen. Aber egal. Weg hier. Bloß weg hier. Ja. Yeah.
So. Wartet einen Moment jetzt. Ein Moment Geduld, du bekommst gleich mehr. Töten! So, aber jetzt zurück. Jetzt erstmal Muni. Ein Scharfschütze ohne Scharfschützenmord ist nur ein Typ mit Knarre. Finde den Mord, der zu dir passt. Stimmt, ja, Upgrade. Sechstausend. Dafür kann ich Speicherdeck-Upgrade steigert die Munitionskapazität deiner. Nimm ich jetzt. Nimm ich mal. Man weiß ja nie, wann er mal wichtig wird und ich viel Muni brauche. Nimm ich. Granaten. Nämlich erstmal kann ich gar nicht mehr nehmen. Aber ich dachte, vielleicht gibt es den Rucksack-Upgrade. Jetzt muss ich aber erstmal wieder Sachen verkaufen und ein bisschen Geld machen und kaufen. So. Mal erstmal hier. Achso, ich kann dadurch gar nicht mehr Munition mitnehmen. Was war denn das dann? Wofür war der denn dann? Ich dachte, dass wir hier Upgrade Speicherdeck. Moment mal. Vielleicht ja doch, vielleicht. Habe ich das jetzt verkauft wieder? Nein, geht ja eigentlich gar nicht. Keine Ahnung. Revolver habe ich ja auch nicht. Vielleicht habe ich die Munition dafür schon automatisch bekommen. Ich will jetzt mal gucken. 40 Schuss. Mal gucken. Ja, 40. Hat gut geklappt. 40 Schuss. Das ist ja schon fast Luxus. Werden wir mal so ausgerüstet lassen. Erstmal weg hier. Aber ich brauche einen stärkeren Granatwerfer. Auf jeden Fall. Nachdem du Level 5 erreicht hast, kannst du deine Action Skill deines Charakters freischalten. Darauf wäre ich selber gekommen. Dass wenn ich jemand Level 20 mit Level 5 angreife, also der Gegner hat Level 20, Level 5, ist auch klar, dass er fast keinen Schaden nimmt.
Ich wollte mal was abchecken. Hier 153, 124. Ja. Ich brauche einen stärkeren Granatwerfer. Der Granatwerfer macht eigentlich gar keinen Schaden, wenn der Revolver. Selbst der Revolver ist fast stärker, so ist er jetzt nicht, aber. Eigentlich sollte ein Granatwerfer doch stärker sein. Da muss ich jetzt also hin. Wie komme ich da am besten hin? Habe ich hier irgendwie eine Automöglichkeit? Ah ja. Da haben wir auch schon unsere Automöglichkeit. Fahren. Hier lang. Klingt gut. Dann fahren wir doch einfach mal hier lang. Oh, ja. Immer noch hier lang. Ja. 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 Nach mit F. Ja. Jetzt hier rein. Ja, runter. Und jetzt. Runter. Ups. Ey. Deine bisherigen Aufgaben waren noch leicht zu lösen. Jetzt wartet mit Sledge eine echte Prüfung auf dich. Unterschätze ihn nicht. Was willst du denn? War noch leicht zu lösen? Ja. Nee. Aber was ich wusste, ist, dass ich hier den Part beende und wir das erst im nächsten Part machen. Entschuldigung. Wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.